Im Stadtteil Köln-Nippes werden Stefan Sindera und Moritz Breuer wegen einer Ruhestörung gerufen. Doch der Fall birgt noch manche Überraschung. Ich kann Arnold noch mal eben sagen, die sollen noch mal rausfinden, ja, wer hier der Besitzer ist. Und dann gucken wir, dass wir den irgendwie bekommen. Guten Abend. Können Sie hier hin? Ja, das ist meine Kneipe. Ach, das ist Ihre? Ja, meine. Ach, das ist natürlich super. Ich wollte gerade auf der Leitstelle nämlich nachfragen, wer der Besitzer ist. Das ist ja super. Sindera, hallo. Wagner, schönen guten Abend. Guten Abend. Und zwar ich wurde angerufen von der Nachbarin. Ich bin extra meinen Urlaub unterbrochen. Ich habe eigentlich, ist heute Ruhetag, aber die Nachbarin rief mich an, dass wegen Lärm. Genau, aus deshalb, der Kneipe deshalb kommt, sind wir auch gerufen worden, wegen nach Ruhestörung. Genau. Ja. Was mich jetzt ein bisschen stutzig gemacht hat, war, jetzt sagen Sie, es ist Ihre Kneipe, heute ist Ruhetag. Ja. Trotzdem scheint da drinnen was stattzufinden. Ja, dann schauen ich wir doch einfach nicht. Mal nach, ja, ich oder? Ich habe einen Schlüssel, ich mache. Mach auf. Wer kann denn hier noch rein außer Ihnen? Ja, also das ist mein Schlüssel und wir haben einen Zweitschlüssel, der ist bei uns zu Hause deponiert, sicher aufbewahrt. Ja. Theoretisch kann meine Tochter, hat Zugriff drauf, aber die würde das nie machen. Also ich muss davon ausgehen, dass es eingebrochen wurde. Ja, dann sollten wir mal zügig nachschauen, wenn Sie davon ausgehen. Dann lassen Sie uns bitte vorgehen und gehen sofort wieder zurück von der Tür, ja? Ist auch offen? Ja, ist offen. Guten Abend! Einmal die Flasche weg. Her damit. Alle Mann darüber. Hallo. Meint ihr Spaß oder was? Darüber. Darüber. Was ist denn hier los? Kann mir das mal jemand erklären? Was ist das denn hier? Was ist das? Ganz ruhig, wir klären das. Ist das Alkohol? Gehen Sie mal bitte ein Stück zur Seite. Sie kennen die Person nicht? Doch, doch, doch. Wer ist das? Das sind Freunde meiner Tochter Lotte. Das ist die Mara. Alle mal die Ausweise raus. Die Minderjährigen können ihre Portemonnaies nicht finden. Die Polizisten ermitteln, warum die Schüler so festlich gekleidet sind. Wer ist noch hier? Herr Standesbeamter. Was für ein Standesbeamter? Noch einer von euch Jugendlichen hier? Ja, nur seine Frau. Ich wollte heiraten. Deine Wen? Frau, ihr seid minderjährig. Das gibt's. Ihr könnt nicht. Kommt ihr auf die Idee zu heiraten? Sam, was soll das? Mann, ich liebe Lotte. Das weiß ich. Ist jetzt auch nicht schlimm. Mit ihr und ich habe im Internet für 350 Euro einen Standesbeamten gefunden und habe den beauftragt. Sam, das ist jetzt nicht wahr. Was soll das denn geben? Kinderhochzeit oder was? Sind doch noch keine 18, ja, oder? Ja, meine Tochter ist 16. Die Lotte ist 16 aber und 17. Sam, so, der Kollege. Völlige Schnapsidee. Hallo. Ich habe eine Kunde bekommen. Ja, klar, genau. So, der Kollege hat euch gerade gebeten, erstmal alle eure Ausweise rauszuholen, ja? Und die zeigt ihr jetzt bitte auch erstmal alle vor. Ich weiß nicht, wo mein Portemonnaie ist. Ist weg. Wo ist deins? Ich hab meins auch nicht. Meins war in der Tasche. Das ist jetzt nicht mehr da. Gut, das kriegen wir auch anders hin. Doch gar nicht. Was ist hier bloß los? Ich möchte jetzt einmal die Personalien von allen. Wer bist du? Ein Standesbeamter. Ein Standesbeamte. Mara Bormann. Geboren. Ach, da verstehe das nicht. Aber der hat deshalb, einen Standesbeamten. Deshalb nehme ich das auch ehrlich gesagt nicht für ganz ernst. Dieser Standesbeamte, der muss ja älter sein als ihr, wenn ihr alle unter 18 seid. Der war so um die 40 oder so. Und das war ein richtiger Standesbeamter? Ja, der kommt hier abends zu so einer Party. Wir haben dem 350 Euro bezahlt. Wer hat den denn bestellt? Ja, wir beide. Weil wir uns wer ist denn wir beide? Mein Schatz und ich. Wer ist denn dein Schatz? Also ich bin's nicht. Wie? Was? Ihre Tochter. Ihre Tochter, ja. Okay. So, und wer bist du? Das Pärchen ist seit ein paar Monaten zusammen. Im Internet ist es auf den Standesbeamten gestoßen und hat sich wenig später hier trauen lassen. Wo ist jetzt hier deine Angetraute? Sie wollte aufs Klo gehen. Ja, wo ist Lotte? Hallo. Wie lang ist das jetzt her? 20 Minuten. Okay, dann bleibt ihr jetzt mal bitte hier. Was ist denn Sache jetzt hier? Pass auf, lass uns mal bitte auf Klo gehen. Die ist irgendwie schon seit 15 sehen. Minuten auf Toilette. Dieser einen sagt, Drogen sind angeblich hier nicht mit im Spiel. Ja. Und ich wollte das einfach mal nachgucken. Und dieser Standesbeamte hat dir angeblich getraut. So alles ein bisschen. Den haben wir aber schon länger nicht mehr gesehen hier alle, oder was? Ich bin Standesbeamte. Beide nicht. Gut. So. Keiner verlässt hier die Örtlichkeit. Na? Sonst gibt's riesen Ärger. Der Kollege hat die Personalien. Verstanden? Okay. Wirklich. Ja, und Lotte ist auch das ist nicht dein Ernst, ne? Hallo? Hallo? Hey! Oh. Oh Gott. Hey! Lotte! Okay. Was ist mit ihr? Wissen wir noch nicht. Puls ist da. Versuch's mal anzusprechen. Hallo? 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 Hier ist die Polizei. Hallo? Aufwachen.
Hallo! Hier ist die Polizei! Aufwachen! Aufwachen! Stell mal einen RTW. Die Polizisten vermuten, dass die Schülerin die Treppe heruntergeschubst wurde. Noch vor dem Eintreffen des Rettungswagens hören sie im oberen Stockwerk Gepolter. Sind Sie? Ach, der ist bestimmt der ominöse Standesbeamte. Wunderbar, gutes Timing. Einmal einen Ausweis raus, bitte. Ja. Hallo. Hallo. Sie sind der Herr? Thomas Münz. Soll ich Ihnen helfen? Oder geht es? Es geht. Und Sie sind Standesbeamter? Ja, nein. Was heißt denn ja oder nein? Verständigt. Sie sind Standesbeamter oder Sie sind kein Standesbeamter? Nein, bin ich nicht. Sie sind kein Standesbeamter. Sie haben aber hier heute Abend eine Trauung vollzogen. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Auch wenn Sie nicht Standesbeamter sind? Das ist richtig. Wussten die Beteiligten denn, dass Sie kein echter Standesbeamter sind oder haben Sie sich als echter ausgegeben? Nein, die wussten nicht Bescheid. Die wussten nicht Bescheid. Also ist schon klar, dass Sie das nicht dürfen. Das weiß ich, ja. Einerseits ist es eine Amtsanmaßung, andererseits haben Sie scheinbar Entgelt für eine Dienstleistung genommen, die Sie gar nicht vorbringen konnten. Das ist richtig. Auch richtig. Na, Sie sagen das aber sehr nüchtern alles, ne? Ja, ich bin seit längerer Zeit arbeitslos und das war für mich die einzige Möglichkeit, jetzt noch irgendwie an Geld zu kommen. Und ja, dann habe ich mir die Idee mit dem Standesbeamten. Na gut, das ärgert Sie ja, dass Sie uns hier wenigstens keinen Bärenversuch machen. Was haben Sie da an sich genommen? Was für ein Entgelt? 350 Euro. Das ist ja auch gut. Die haben Sie direkt wieder eingesteckt. Ja. Wir sind jetzt erstmal konfessiert, der Herr. Ja? Dann hätte ich gerne mal Ihre Tasche gesehen. Inzwischen ist die Schülerin zwar ansprechbar, aber noch geschwächt. Die Polizisten befragen deshalb den falschen Standesbeamten. Dir geht's besser? Ja, es geht besser. Okay. Setzen Sie uns drüben mal hin. Wir kommen gleich nochmal und. Ich frage einmal kurz ab eben. Ja, okay. Arnold, 1729. Eine Person F. Das sind alles Jugendliche, ne? Ja, unter 18 Jahren. Ja, den Sie da das Geld abgenommen haben. Ja, das hat es irgendwo leichter gemacht. Okay. Weil das hat es Ihnen leichter gemacht? Ja, es ging nur um Geld. Ich wollte niemanden verletzen und... Okay, wenn Sie niemanden verletzen wollten, die junge Dame, die da jetzt gerade gelegen hat, haben Sie die nicht beobachtet, dass sie da liegt? Wenn da jemand liegt, dann hilft man da jemand. Das war ein unglücklicher Umstand. Das ist zu einer kleinen Rangelei gekommen, als sie mich erwischt hatte. Es tut mir leid, dass sie dabei verletzt worden ist. Ich habe ja auch zu... Was haben Sie denn da schon wieder gemacht? Wie gesagt, eine kleine Rangelei. Hören Sie mal. Offen geschubst. Hallo, Sie wiegen 30, 40 Kilo mehr als dieses Püppchen da. Jetzt sagen Sie mir, was Sie gemacht haben. Ich habe sie gestoßen und sie ist irgendwie unglücklich gegen die Tür gestoßen und... Sie haben sie gestoßen? Hier unten liegt ein... Was meinen Sie, wenn ich Ihnen den auf den Kopf haue? Was dann passiert? Da stehen Sie nicht wieder auf. Das ist richtig, aber... Sie ist mit dem Kopf gegen die Tür geknallt. Hätte aber auch hier gegen knallen können, der Herr. Hätte passieren können, ja. Hätte wäre Arbeit. Jetzt pass auf, noch was. Also haben die 5 Minuten Ruhe, ne? Mal drüber nachdenken, was sie so machen. Haben die da vorne nicht gesagt, die vermissen ihr Portemonnaie und so? Ja. Das Personal, guck mal bitte hier rein. Da sind lauter Portemonnaies. Ich glaube nicht, dass sie ein pinkes Portemonnaie haben. Wird mich Sie können reingucken, ich habe die Personalien alle oder Sie können jetzt rein Tisch machen. Sind das Ihre Geldbörsen in 7-facher Ausführung? Das oder? Sind die Sachen, die die Jugendlichen hinter der Theke deponiert haben. Okay, auch ganz sachlich. Als die angefangen haben, sich zu betrinken, habe ich die... günstige Gelegenheit genutzt und hat das Zeug einfach mit. Dabei hat die, dann hat die Braut sie erwischt. Richtig. Sie schlagen sie hier nieder und lassen sie dann da liegen. Das war nicht meine Absicht und auch, dass sie dabei verletzt wurde. War so, jetzt spannen Sie sich erstmal Ihren Atem. Den brauchen Sie nämlich noch, weil Sie haben eine ziemlich lange Nacht vor sich. Sie werden gleich mit uns mitfahren. Ja. Und dann können Sie das den Kollegen allen noch mal von vorne bis hinten erzählen. Ja? Ich hoffe, Sie haben nichts weiter vor heute. Ja, das ist Trauung oder so. Der Kollege ist einfach vorbestraft wegen Betrugs. Das junge Pärchen ist tief enttäuscht, nun nicht verheiratet zu sein. Dafür aber erhält es von den Beamten sein Geld und auch seine Wertsachen zurück. Wer hat denn hier den Standesbeamten bezahlt? Wer war das? Du warst das. 350 Euro, ne? Die gebe ich dir einmal schon mal zurück. Dann habt ihr gerade gesagt, dass eure Geldbörsen, Mobiltelefone abhandengekommen sind. Gut, dann schauen wir einmal kurz in die Tasche. Jeder darf sich bedienen und seine Sachen dann wieder rausnehmen. Die haben wir nämlich ausfindig gemacht. Was? Das ist unglaublich.
Mara, das habe ich auch noch geklaut. Ich dachte, du wärst ein echter Standesbeamter. Also das ist eine richtige... Mara, ist da mein Geld? Du bist ein Penner, ne? Das ist ja Betrug und Diebstahl. Ich versuche auch nur irgendwie meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Gibt's doch keine Entschuldigung für. Aber du hast unsere Hochzeit versaut. Ihr könnt doch noch gar nicht heiraten. Sind Minderjährige, ja, umso schlimmer. Was für ein Penner? Ja, ihr könnt doch nicht heiraten, bevor ihr 18 seid. Ich verstehe gar nicht, was in euren Köpfen vorgeht. Der Schülerin geht es inzwischen besser. Stefan Sindera erfährt von ihr, was sich im Flur abgespielt hat. Das war so, dass er im Gerangel, dieser Standesbeamte, dich niedergeschlagen hat, als du ihn dabei beobachtet hast, wie er abhauen wollte. Ich wollte auf Toilette und dann habe ich ihn gesehen, wie er sein Geld dort gezählt hat in der Tasche. Ja. Und dann habe ich ihn, wollte er wegrennen, habe ich ihn festgehalten und dann gab es noch einen Stumpf und dann weiß ich nichts mehr. So, wenn ich mich jetzt in der Zeit 500 Jahre zurückversetze, dann sahen vielleicht die Heiratsurkunden noch irgendwie so aus. Ne? Und ich glaube auch Jugendlichen heute, die einfach keine Ahnung haben, wie eine Heiratsurkunde aussieht, den kann man einen Bären aufbinden und sagen, so sieht eine Heiratsurkunde aus. Ne? Wir haben hier den Namen hier von dem Samuel Gerke und der Lotte Fritz. Und die haben dann, glaube ich, wirklich für ein paar Minuten geglaubt, sie werden jetzt wirklich verheiratet. Dass das natürlich Humbug ist. Als erfahrene Polizeibeamte wissen wir das. Gut, jetzt haben wir denen ein paar Minuten da das Gefühl gelassen. Aber letztendlich haben die hoffentlich was aus der Geschichte gelernt. Der falsche Standesbeamte wird wegen Betrugs, räuberischen Diebstahls und Körperverletzung angezeigt. Die Mutter verzichtet auf eine Anzeige gegen ihre Tochter und deren Freunde.